Hallo ihr Lieben, habt ihr euch auch schon gefragt, wie man diese wunderschönen Lightboxen bastelt? Wenn ihr wissen wollt, wie ich das hier gemacht habe mit einer neuen Stanze von Charlie und Paulchen, dann bleibt dran. Das werde ich euch in diesem Video zeigen. Deshalb starten wir heute auch mal etwas dunkler, dass ihr das hier mal sehen könnt. Diese Lightbox werden wir heute miteinander basteln. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Die neue Stanze sieht so aus. Die ist etwas zu groß, um sie durch die normale Big Shot zu kurbeln. Also das ist so eine Platte und das funktioniert so nicht. Wenn ihr natürlich eine größere Big Shot habt, dann kann das funktionieren. Ihr müsst die euch also erstmal auseinander trennen. Das ist aber ganz einfach mit so einer Zange. Oder ihr könnt das auch einfach so knicken und dann geht das auch auseinander. Also das ist ganz easy. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie die einzelnen Teile ausgestanzt aussehen. Anfangen würde ich gerne mit diesem Innenteil. Das könnt ihr ausstanzen. Und das sieht dann, wenn ihr es ausstanzt, so aus. Ja, ihr seht hier Falzlinien, die ihr dann schon mal nachknicken könnt. Aber damit ihr auch am Ende eine Lightbox habt, muss natürlich hier in der Mitte eine Aussparung gestanzt sein. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Mit dieser Stanze kommen natürlich auch schon Innenteile. Das heißt, ihr könnt es direkt miteinander kombinieren und es direkt ausstanzen. Dann würde eure Stanze so aussehen. Also es ist genau das gleiche wie eben, nur dass ihr eben den Innenteil mit ausgestanzt habt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder, und das finde ich persönlich ganz toll, ihr könnt auch einfach nur den Kreis verwenden. Also es gibt eine Kreisausstanze mit dabei. Das heißt, die stanzt einfach nur so einen Kreis mit aus. Und dann könnt ihr alle anderen Panoramenstanzen, die ihr schon von Charlie und Paulchen habt, verwenden. Ich habe mich jetzt hier einmal für die Heilige Familie entschieden. Und die könnt ihr dann einfach so aufkleben. Und habt das dann als Element in eurer Lightbox. Das finde ich sogar fast noch ein bisschen schöner, weil dadurch so ein kleiner 3D-Effekt entsteht. Und dann habe ich mir noch einmal Frohes Fest ausgestanzt. Auch das würde ich gerne verwenden. Und das könnt ihr auch einfach so hinten dran kleben. Und schon habt ihr weitere Elemente für eure Lightbox. Wie genau ich das befestige, das zeige ich euch dann gleich. Außerdem bekommt ihr natürlich die Stanze, um die Box selbst zu basteln. Ausgestanzt sieht das Ganze so aus. Auch hier habe ich mir den Kreis direkt mit ausgestanzt. Ihr könnt es entweder so machen, dass ihr das alles in einem Schritt macht, also Stanze, Kreis, Stanze durchkurbeln, oder ihr stanzt es euch erst einmal aus und positioniert euren Kreis dann später. Das geht auch. Wichtig ist, dass ihr in zwei Aussparungen den Kreis einstanzt, damit man auch in eure Lightbox hineinschauen kann. Das braucht ihr zweimal. Und dann habt ihr natürlich hier noch so ein bisschen Schnickes. Hier die kleinen Rentiere und Schneeflocken, die sind auch noch direkt mit dabei, um die Box später zu dekorieren. Und jetzt basteln wir das Ganze zusammen. Als erstes präparieren wir uns die Box und dazu falte ich einmal alle Falzlinien nach. Die sind hier schon zu sehen auf dieser Box. Das heißt, die muss ich einfach nur noch einmal schön nachfalten. Ich habe mir jetzt hier weißes Papier genommen. Ihr könntet natürlich die Box aber auch, also das Äußere der Box, auch aus einem Designpapier ausstanzen. Das sieht dann auch schön aus. Ich wollte aber eine ganz neutrale, ganz weiße Box haben. Das kann natürlich jeder so machen, wie er oder sie das schön findet. So, einfach mal alle Falzlinien nachgehen. So ein Falzbein hilft da natürlich, vor allem wenn man wie ich hier so einen etwas stärkeren Karton genommen hat.
Das ist übrigens auch der weiße Karton von Charlie und Paulchen. Wie immer verlinke ich euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox. Und dann seht ihr schon, dann könnt ihr das schon so umklappen und wir haben die eine Hälfte der Box. Und das gleiche mache ich jetzt nochmal mit der anderen Seite. Wenn ihr mit dem Falzen fertig seid, sind zwei solche Teile entstanden und ihr seht jetzt schon, dass ihr die Box so zusammenbasteln könnt. Ihr habt zwei Seiten, die geschlossen sind und zwei Seiten, die offen sind. Wichtig ist eben, dass die geschlossenen Seiten und die offenen Seiten gegenüberliegen, damit ihr auch schön durchgucken könnt in diese Lichterbox. Das erste, was ich mache, ich klebe mir jetzt hier diese beiden Seiten zusammen. Ich benutze dazu Flüssigkleber. Ihr könnt aber auch doppelseitiges Klebeband nehmen, das geht dann etwas schneller. Aber ihr wisst ja, ich benutze sehr gerne Flüssigkleber, weil ich weiß, dass das dann am Ende auch wirklich hält. Mit doppelseitigem Klebeband ist es mir schon häufiger passiert, dass irgendwann die Klebeleistung ein bisschen nachgelassen hat. Und das möchte ich in dem Fall natürlich nicht. So, ich habe mir jetzt eine Seite mit Kleber bestrichen und klebe mir jetzt diese beiden Teile hier einfach zusammen. Achtet schön darauf, dass es schön auf Pass ist, dass die Box dann am Ende auch gut zusammenpasst. Der Kleber zieht relativ zügig an, das heißt, das ist eigentlich schon fertig. Ich kann das aber auch mit so einer kleinen Klammer erstmal zusammenklipsen und ein bisschen warten. Jetzt könnt ihr entscheiden, lasst ihr eure Box offen, damit ihr eure Seitenteile, also das, was nachher in der Lightbox sein soll, noch ankleben könnt. Also jetzt könnt ihr zum Beispiel noch so arbeiten. Oder klebt ihr eure Box schon zusammen? Ich simuliere das jetzt mal gerade hier mit so einem zweiten Clip. Wollt ihr die Box schon zusammenkleben? Ich klipse das jetzt einfach mal hier schnell zusammen. Dann müsst ihr gleich von oben arbeiten und eure Seitenteile von oben einschieben und dann zusammendrücken. Da müsst ihr gucken, wie es für euch am einfachsten ist. Ich werde es so arbeiten, dass ich die Box zuerst zusammenklebe und dann von oben arbeite. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn ihr sagt, oh, ich mache das eigentlich lieber so, klappe meine Box dann am Ende zusammen und klebe sie dann fest. Das geht also beides. Das heißt, in meiner Variante klebe ich die Box aber jetzt erst fertig zusammen. Trage dann hier dafür nochmal Flüssigkleber auf und schiebe mir meine Box so zusammen, dass sie wieder gut passt. Das ist für mich auch ein Vorteil, wenn man Flüssigkleber verwendet. Ich habe dann immer noch so ein bisschen Spielraum, um das Ganze genau auf Pass zu schieben. Das ist jetzt meine fertige Box. Wie wir den Boden und den Deckel machen, das zeige ich euch am Schluss. Das heißt, die unteren Teile könnt ihr schon mal so umkleben, dass eure Box gut steht. Die oberen Teile knicke ich mir jetzt noch mal so ein Stückchen nach außen, dass ich hier gleich gut arbeiten kann. Wir lassen die Box aber jetzt erstmal schön weiter trocknen und kümmern uns um die Innenteile. Wenn ihr die Stanzen benutzt habt, die direkt mit der Lightbox-Stanze kommen, dann sind die schon fertig und ihr müsst nichts mehr machen, außer die Seiten einmal umzuknicken und mit dem Falzbein nachgehen, weil da ist ja euer Motiv schon fertig drauf und eingestanzt oder geprägt. Das habe ich hiermit auch schon gemacht. Die sind jetzt schon fertig. Wenn ihr aber eure eigenen Panoramenstanzen benutzen wollt, dann müsst ihr die natürlich noch befestigen. Und ich schaue mir jetzt an, wie das Ganze hübsch aussieht. Trage mir dafür auf die Rückseite hier so ein bisschen Kleber auf. Und
schaue, wie mir das gefällt. Ich möchte es ungefähr so haben. Und habe das dann hier so vor der Kulisse. Das dann hier nachher so vor der Kulisse. Das gefällt mir gut. Und jetzt müsst ihr ein bisschen drauf achten, die sind natürlich etwas größer, dass ihr euch die noch zurechtschneidet. Ich schneide mir einfach das, was übersteht, ab. Das hier, die Ränder müssen natürlich auch eingeknickt werden. Und das, was übersteht, das schneide ich mir einfach mit einer Schere ab. Hier unten genauso. Hier passt es. Und schon ist eure Krippenszene hier entstanden. Und ihr könnt es gleich verarbeiten. Ich knicke mir die jetzt mal nach hinten, damit ich es einheitlich habe. So, das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Und dann arbeiten wir hier noch mit dem Schriftzug Frohes Fest. Den klebe ich mir auch einmal dahinter. Ich möchte ungefähr, dass das so aussieht. Das gefällt mir gut. Ihr könnt euch das jetzt natürlich anmarkern und dann Kleber auftragen. Das mache ich jetzt auch einmal, dass ihr das seht. So gefällt es mir gut. Also male ich mir das hier so an. Mal gucken, dass ich mir das hier so wegschneide. Trag dann hier ein bisschen Kleber auf. Und klebe mir meinen Schriftzug einfach hier hinten drauf. Also je nachdem, wie ihr arbeiten wollt. Ein bisschen weiter rüber noch. So sieht das Ganze dann aus. Ich knicke mir natürlich auch hier wieder die Ecken um, um das gleich zu befestigen. Und dann können wir loslegen und unsere Lightbox zusammenbauen. Für den Boden und den Deckel der Box habe ich mir zweimal Karton zugeschnitten in den Maßen 8x8 cm. Den Deckel brauchen wir erst später. Den Boden fügen wir aber jetzt schon ein. Und dazu trage ich hier innen auf diese Laschen ein bisschen Flüssigkleber auf. Und drücke mir den Boden von oben einfach in meine Box hinein. Könnt ihr auch euer Falzbein zu Hilfe nehmen. Und drückt das dann ein bisschen fest. Dass das auch schön hält, könnt ihr auch von innen natürlich ein bisschen andrücken, das Ganze. Und das gibt der Box natürlich direkt schon Stabilität. Die steht jetzt richtig gut und hält auch die Form. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich hier unten drauf noch einen Deckel kleben, dass man diese Klebelaschen überhaupt nicht mehr sieht. Und das gibt dem Boden natürlich auch noch mal mehr Stabilität. Könnt ihr machen, müsst ihr jetzt aber nicht. Das hält auch schon so, je nachdem, wie dick das Papier ist, aus dem ihr das gefertigt habt. Und was ich jetzt auch noch mache, sind diese inneren Teile hier, womit ihr die Box zusammengeklebt habt. Die klebe ich mir jetzt noch einmal hier an den Rand, damit sie mich gleich beim Dekorieren nicht stören. Wichtig, nicht an den Rand, wo eure Aussparungen sind, weil das würdet ihr sehen. Seht ihr hier? Sondern an den Rand, den man nachher nicht sieht. Das mache ich jetzt auch noch einmal. Klebe ich mir fest. Wäre vielleicht cleverer gewesen, das zu machen, bevor ich den Boden eingeklebt habe.
Aber man kommt durch die Aussparungen ja auch so noch sehr gut dran. Einmal hier. Und da klebe ich mir flüssig, da bringe ich mir Flüssigkleber auf. Und klebe diese Lasche an den äußeren Rand. Drückt es einfach nur an. Das geht einfacher, wenn ihr das auf eure Unterlage drückt. In der Luft hält es nicht ganz so gut direkt. Deshalb drücke ich mir das jetzt hier so fest auf meine Unterlage. Und dann schaut die Box so aus. Und ist auch schon sehr schön stabil. Und ihr könnt jetzt anfangen, die Innenteile zu dekorieren. Meine Innenteile habe ich jetzt alle mit doppelseitigem Klebeband beklebt. Das ist jetzt für mich einfacher. Und nun beginne ich damit, die Box zu dekorieren. Es gibt aber jetzt noch eine wichtige Sache. Es soll ja eine Lightbox sein. Das heißt, in der Mitte dieser Box muss in irgendeiner Art ein Lichtmedium sein. Ich habe jetzt hier so ein LED-Licht. Und das soll bei mir hier in der Mitte stehen. Das heißt, wenn ich mir also jetzt meine Box dekoriere, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit in die Mitte komme, weil da ja noch mein Teelicht stehen soll. Also wenn ich mir das hier alles jetzt so reinstelle, muss in der Mitte noch Platz für mein Teelicht sein. Das solltet ihr bedenken. Ihr könnt euch vielleicht, weiß ich nicht, wenn ihr das so in der Mitte positioniert, könnt ihr euch so einen Kreis drumherum malen oder im Vorfeld irgendwie einen Kreis aufkleben. Je nachdem, das jetzt mit der nicht hier ganz so einfach, weil die keine schöne Kreisfläche hat. Aber ich mache mir das mal hier nur so ungefähr, dass ich weiß, okay, da steht mein Teelicht später. Das müsst ihr beachten. Und dann solltet ihr natürlich auch noch planen, wie soll eure Lightbox aussehen. Also ihr guckt hier an eine Seite rein. Was soll im Vordergrund sein oder im Hintergrund sein? Und ich werde das Ganze so aufbauen. Zuerst die Tannenbäumchen, dann die heilige Familie. Auf der anderen Seite zuerst das Bäumchen und ganz vorne den Schriftzug Frohes Fest. Und das klebe ich mir jetzt folgendermaßen zusammen. Ich ziehe mir hier die Folie ab. Könnt ihr nacheinander machen oder beides direkt, wie ihr wollt. Und setze mir das jetzt hier so in meine Lichtbox hinein. Und am besten geht ihr hier noch mit so einem Bleistift oder mit irgendetwas rein und drückt euch eure Elemente an den Rand fest. Achtet darauf, dass sie schön unten auf dem Boden stehen. Und dann drückt ihr euch die fest. Ich benutze dazu jetzt hier gerade mal meinen ganz normalen Stift, meinen Bleistift. Und schon klebt die erste Innenseite in eurer Box. Jetzt könnt ihr schon sehen, dass man im Hintergrund die Bäumchen hat. Von der Seite sieht das Ganze so aus. Und als nächstes klebe ich mir die heilige Familie ein. Und auch hierzu ziehe ich das Klebeband ab. Und denkt dran, in der Mitte muss das Teelicht sein. Aber dieser Abstand hier, der gibt euch auch so einen Aufschluss darüber, wie weit die voneinander entfernt sein sollen. Ihr könnt das also jetzt einfach so einschieben und an euer voriges Teil so anbauen, wenn ihr versteht, was ich meine. Könnt ihr die Box dazu so ein bisschen biegen, dann ist das etwas einfacher. Ich schiebe das jetzt hier rein und drücke mir die Seiten fest. Und auch hier gehe ich nochmal mit dem Bleistift einfach rein. Und drück mir die Seiten an. Und schon habe ich die heilige Familie vor meinen Tannen. Das war jetzt wirklich nicht schwer.
Und wir arbeiten weiter. Ich nehme den Schriftzug groß fest und setze den mir hier nach vorne, da wo ich ihn haben will. Ungefähr so. Und drücke ihn mir mit dem Bleistift an den Rand. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr den gleichen Abstand habt. Das war's schon. Einmal festgedrückt. Und jetzt steht hier vorne frohes Fest. Und als letztes setze ich mir das Bäumchen noch rein. Ihr könnt natürlich noch weitere Schichten machen. Also in meiner Box wäre noch Platz für eine weitere Schicht. Ihr könnt die auch ein bisschen enger zusammenkleben, natürlich, wie euch das eben gefällt. Das Bäumchen setze ich hier ein, rücke es bis zu der vorherigen Schicht an und drücke es mir einfach fest. Und fertig ist meine Szene, meine Lightbox. Hier kann jetzt das kleine Teelicht drin stehen und ich zeige euch dann gleich einmal, wie das fertig aussieht. So wird es dann nachher leuchten. Ich versuche das gleich mal im Dunkeln etwas einzufangen, aber wir verschließen unsere Box jetzt natürlich noch. Für den Deckel der Box habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Am sinnigsten ist es natürlich, wenn ihr den Deckel wieder öffnen könnt. Deshalb werde ich den jetzt erstmal nur an einer Seite hier festkleben. Ihr möchtet ja natürlich, dass das Teelicht später, dass ihr das noch austauschen könnt. Das ist natürlich ganz wichtig. Und deshalb darf der Deckel nicht permanent auf diese Box geklebt werden, sondern ich mache das jetzt nur hier an dieser einen Seite, dass ihr die Box noch schön aufklappen könnt. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ihr könntet arbeiten mit temporärem Kleber, dass ihr das hier so aufklebt. Oder mit Glue Dots, die kriegt man auch wieder ganz gut auf. Ich habe mir aber gedacht, wir arbeiten heute mal mit Magneten. Und da habe ich hier so ganz kleine mit so selbstklebenden Pads. Und die klebe ich mir jetzt einfach mal hier auf. Ich gucke mal, ob eins hier in der Mitte schon langt. Ich schätze aber schon, weil die relativ gut halten. Schließe meinen Deckel hier und kann mit dem Finger hier mal noch so, von der Seite geht es, kann man mit dem Finger hier noch so reingehen. Und wenn das Selbstklebende natürlich nicht hält, dann könnt ihr ein bisschen Sekundenkleber dran machen. So, das hält wunderbar. Ich drücke mir das nochmal gut an. Und jetzt habt ihr so einen kleinen Magnetverschluss und damit könnt ihr eure Box ganz einfach verschließen. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, wie stark eure Magnete sind. Unter Umständen müsst ihr vielleicht zwei nehmen, aber bei mir reicht hier dieser eine. Und damit kann man die Box, Clips, verschließen. Jetzt dekorieren wir uns noch die Front und dann zeige ich euch, wie die Box am Ende aussieht. Eure Lightbox kommt ja noch mit diesem kleinen Schnickes hier und den möchte ich mir einfach aufkleben. Und zwar habe ich gedacht, dass vorne der etwas größere Hirsch hinkommt und den würde ich gerne hier vorne auf die Box kleben. Das heißt eben nur die Füßchen hier so ein bisschen mit Kleber einstreichen. Hier noch ein bisschen so. Und den klebe ich mir hier auf. Auch das könnt ihr natürlich ganz am Anfang machen, wie ihr möchtet. Ich dekoriere mir die Box immer zum Schluss. Also, wie ihr das gerne habt.
Und dann arbeite ich hier noch mit Schneeflocken. Die größte hier. Und auch hier ist so ein Hilfsmittel immer gut, wenn ihr so ein Falzbein habt. Damit kommt er nämlich auch noch schön hier drunter. Könnt das schön andrücken. Und hier noch so eine kleine Schneeflocke hin. Hier hin. Das ist meine Vorderseite und die Rückseite wird natürlich auch noch mit Schneeflocken dekoriert. So sieht meine fertige Lightbox jetzt aus. Ich versuche euch das mal ein bisschen in der Kamera einzufangen. Hier könnt ihr sehen, dass es super schön 3D ist und das ist einerseits ein ganz tolles Geschenk. Auf der anderen Seite könnt ihr es natürlich auch selbst hinstellen. Und mir gefällt das richtig, richtig gut. Diese kleine Lightbox, so könnt ihr noch mal ein bisschen reinschauen. Achtet natürlich darauf, dass ihr kein echtes Teelicht nehmt, weil das ist ja alles aus Papier, sondern so ein LED-Teelicht. Und eurer Fantasie sind da gar keine Grenzen gesetzt. Ihr müsst auch keine Weihnachtsmotive nehmen. Ich könnte mir eine Lightbox auch wunderschön zur Geburt vorstellen oder zum Geburtstag. Es gibt ja so viele verschiedene Panoramenstanzen. Probiert euch da doch einfach mal aus. Wie gesagt, ich verlinke euch alles in den Shop. Und dann könnt ihr die Sachen nachbasteln. Wenn ihr das nachbastelt, verlinkt uns doch gerne auf Instagram. Dann können wir eure Werke bewundern. Ich würde mich freuen. Ansonsten habt noch eine gute Zeit und wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.